So, hallo, wir machen weiter mit Isaac Repentance. Letztes Mal haben wir mit der guten Tainted Eve den Greedia-Run absolviert. Und jetzt ist Samson dran. Der hat als Fähigkeit Undying Rage, also nicht sterbende Wut praktisch. Und Berserk in seinem... ja, in seinem Q-Item-Slot. Ich bin gespannt, was das alles bedeutet. Wir werden es herausfinden. So. Er hat 3 Herzen. Er schießt. Also, ist doch schon mal... ah, nee, er hat gar keinen Q-Item-Slot. Ich habe nichts gesagt. Okay, dann ist das nicht... kein Q-Item-Slot. Ich dachte, dieses Berserk-Ding ist dann in dem Q-Item-Slot, weil das so aussah. Ist es scheinbar nicht. So, kriegen wir normale Items? Kriegen wir. Okay, bisher ist er ein ganz normaler Isaac. Wir werden feststellen, wann Samson jetzt anders wird. Bin gespannt. Aber dafür müssen wir wohl erstmal in den Kampf gehen. Bisher ist er ein ganz normaler Isaac. Ich sehe jetzt nichts, was mich irgendwie... an eine andere Sache erinnert. Okay. Gucken wir, was passiert. Er wird rot. Okay. Also er kriegt diesen Wuteffekt. Er wird immer roter. Hm. Gleich explodiert er. Er kriegt auf jeden Fall diesen Wuteffekt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt seinen Schaden verändert oder so. Er wird ja richtig sauer. Guck mal, wie rot der schon geworden ist. Der hat gar nicht mehr auf, rot zu werden. Ach, jetzt hat er sich verwandelt. Was ist denn jetzt kaputt gegangen? Yo. Ja, moin. Und jetzt ist wieder zurückgegangen. Aha. Also, der kriegt... so dann... ja, okay, jetzt lädt er sich wieder auf. Ich verstehe. Interessant. Das ist dann dieses Berserk. So, er wird die ganze Zeit wütend und dann wird er zu diesem Viech. Aber dieses Viech... ich hatte gerade den Eindruck, ich hätte das länger aufrechterhalten können, den Effekt. Oh, jetzt geht's schon los. Wieso geht's jetzt schon los? Jetzt ist nämlich... guck mal, das ist hier rot. Das ist rot vorne. Okay, aber so, ich nehme noch so Schaden. Ich nehme immer noch Schaden. Und wenn dieser... da ist nämlich so ein Balken dabei. Und wenn der abläuft... wenn dieser Balken abläuft, dann verwandelt er sich zurück. Okay. Mal schauen, ob wir rausfinden, wie ich diesen Balken aufrechterhalten kann. Wahrscheinlich, indem ich entweder Gegner angreife. Oder, ja, wir werden sehen. Ja, mein! Das war... wenn das schiefgegangen wäre, dann hätte ich jetzt resettet. Das ist klar. Okay. Okay, aber das bedeutet für mich jetzt eigentlich schon mal, es ist jetzt nicht so, dass er jetzt irgendeine Fähigkeit hat, die jetzt den Run schwieriger macht. Weil, dass er da so einen Rage bekommt nach einer Weile, das ist ja eigentlich voll okay. Das macht es jetzt ja nicht schwieriger. Ich muss dann halt nur aufpassen, dass ich da nicht schießen kann mit dem Ding. Mit dem Ding, was er dann wird, kann ich nicht schießen. Also ich kann dann so werfen, dass dieses Teil, was er da dann in der Hand hat. Aber ich kann nicht richtig schießen. Jetzt geht's gleich los. Gleich geht's los. Zack. Na, dann kann ich hier so schlagen. Und ich glaube, solange ich hier schlage... ja, seht ihr das? Dieser Balken lädt sich auf, je mehr ich... ja, je mehr ich töte, umso mehr lädt sich dieser Balken weiter auf. Also den behalten. Umso länger behalten wir dieses Ding. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Das heißt, man kann es komplett aufrechterhalten, die ganze Zeit über. Wenn man gut ist. Also nicht gut, aber halt, wenn man... viel tötet.
Ah, ich wollte es noch länger aufrechterhalten. Schade. Das macht 3,0 Damage mehr. Das ist schon mal insane. Ich würde jetzt gerne sehen, ob ich auch dafür töten muss oder ob ich dafür nur angreifen muss. Weil den Boss töte ich ja nicht auf Anhieb. Das heißt, wir müssen jetzt mal abwarten, bis ich hier wieder Rage bekomme. Oh mein Gott, so kriege ich den Rage nicht zu sehen. So viel zu meinem grandiosen Test. So viel zu meinem grandiosen Test, ne? Oh, nice. Wir kriegen den Schlüssel gleich am Anfang. Das ist schon mal sehr praktisch. Aber das, ich bleib bei meiner Aussage, dass durch den Effekt von Samson jetzt der Run nicht schwieriger wird als mit einem normalen Isaac. So, das ist voll okay eigentlich, was hier passiert. Das ist eigentlich voll okay. Yo, nice. Oh, können wir bitte diesen Run jetzt nicht vergeigen? Ich würde gerne mit der Sad Onion starten. Und dann gibt es hier noch ein schönes, leckeres HP ab. Das wäre schön, wenn wir diesen Run jetzt nicht vergeigen würden. Wir haben nämlich einen schönen Start hingelegt. Wir haben eine ordentliche Geschwindigkeit. Wir haben eine ordentliche Tiersrate. Wir kriegen gleich noch schön HP ab. Ich möchte diesen Run bitte nicht vergeigen. Und gleich sind wir wütend. Und ab geht die Post. Oh, ich schieße damit sogar Sachen zurück. Ich schieße damit sogar Schüsse weg. Ist mir gerade aufgefallen. Das ist ja voll gut. So, ich hoffe, wir schaffen es jetzt mal bis zu dem Boss zu kämpfen. Mit der Variante. Ah, es geht zurück, es geht vorbei. Ah, ich war zu langsam. Wobei, ich glaube, das ist, also ich glaube, je länger das läuft, umso schwieriger ist es, das aufrecht zu halten. Ich glaube, so ist es wahrscheinlich richtig. Oh Gott! Das überstehe ich nicht. Da ist schon wieder viel zu viel los, aber wir sind in der letzten Phase. Alles, was ich jetzt wegmache, ist weg. Und kommt nicht neu nach oder so. Bitte treff mich nicht! Okay, jetzt schnell, schnell, schnell durch. Schnell durch. Ja, okay, ich kann es nicht aufrechterhalten, wenn ich die nicht töte. Alles klar. Das heißt, Bosse werden dadurch nicht... Also Bosse werden dadurch schon einfacher, weil es kommt ja wieder zurück, der Effekt. Na, so nach einer Weile kommt der Effekt ja einfach wie... Oh moin. Kommt der Effekt ja einfach wieder. Lass mich in Ruhe. Nee. Ah. Kommt der... Ja, sehr gut. Aber bei Bossen geht das sehr schnell wieder weg. Bei Bossen geht das sehr schnell wieder weg. Weil wir halt nicht töten. Ich verstehe. Ich verstehe, weil wir nicht töten, geht der Effekt schnell wieder weg. Das heißt, da muss ich dann ein bisschen aufpassen. Ah, das war super knapp. Jo, die war gerade richtig flott unterwegs. So. Gott sei Dank ist sie jetzt weg. Nein! Es war so ein schöner Run. Nee, Curse of Darkness kann ich mal. Es war so ein schöner Anfang. Ach komm, okay. Bin schon versöhnt. Bin schon versöhnt. Alles gut. Das ist auch ein schöner Anfang. Den nehme ich auch. Kein Problem. Den nehme ich sehr gerne. Diesen Anfang nehme ich sehr gerne. So, ich wiederhole mich aber trotzdem. Können wir diesen Run jetzt bitte nicht versemmeln? Können wir diesen Run jetzt bitte nicht versemmeln? Mit dem Pilz starten ist natürlich... insane.
So, gleich kommt die Verwandlung. Aufpassen. Ah. Möglichst lange behalten, das Ding. Nein, hör auf, dich treffen zu lassen. Nein, es ist vorbei. Er ist noch nicht vorbei. Er ist immer noch nicht vorbei. Wir halten es noch aufrecht. Wir halten es noch aufrecht. Also das Problem ist, dadurch, dass ich da in die Gegner reinrenne, kriege ich halt Schaden nochmal. Aber guck mal, wie lange ich das aufrecht halten kann gerade. Weil wir halt viele kleine Gegner töten. Das ist wichtig und richtig. Und wenn wir jetzt hier die Fliegen killen, dann können wir es auch hier aufrechterhalten gegen ihn. Auch das ist gut. Auch das ist sehr gut. Okay. Jetzt musste ich gleich... Oh, na, es geht direkt weiter. Okay, warum auch immer. Soll mir recht sein. Wahrscheinlich kann man es auch noch anders triggern. Durch Treffer oder so. Weiß ich nicht. Jetzt aber schön aufpassen, dass wir hier nicht nochmal Schaden einstecken. Aber irgendwie habe ich weniger Geld bekommen als eigentlich normalerweise. Ja, da wäre es jetzt gewesen. Oh, man nimmt es sogar über... Oh, das haben wir noch nicht getestet, ob man dann die Dinger kaputt machen kann mit dem Angriff. Kann ich jetzt aber auch nicht mehr testen. Ich bin gerade verwirrt, weil ich habe den Itemraum noch nicht. Aber eigentlich... eigentlich nimmt man ja... Kann man ja sowohl Schlüssel als auch Itemraum mitnehmen. Und jetzt habe ich aber nur 19 Münzen. Habe ich weniger Geld bekommen in der Runde? Kriege ich hier noch Geld? Ah, Schande. Jetzt ist die Frage, Itemraum oder halt hier, Pyjamas. Und da bin ich ganz ehrlich. Da sehen die Pyjamas für mich gerade attraktiver aus. Ne? Nehmen wir die Pyjamas mit. Haben wir jetzt halt den Itemraum nicht. Ich weiß nicht, was drin gewesen ist. Ich hoffe, es war Schlechtes. Ich hoffe, es wäre was Schlechtes drin gewesen. Und ich weiß, unter den Pyjamas ist gerade Halo aufgetaucht, aber ich kann mir halt jetzt Halo nicht leisten. Das ist halt einfach so. Gib mir eine Münze, dann kann ich mir diesen Schlüssel hier gleich holen. Schade. Spiel wollte nicht. Super. Okay, hier gibt es schöne Tarot-Dings für 7. Müssen wir hier auf jeden Fall in die 7er Reihe dann reingehen. Aber das war jetzt gerade echt ein bisschen komisch, dass wir da nicht dass wir nicht so viele Münzen hatten wie normalerweise. Weil eigentlich kann man sich beides leisten. Eigentlich kann man sich Itemraum leisten. Und ein Item. Aber vielleicht gibt es ja auch einfach weniger Münzen. Oder so. Vielleicht gab es einfach aus irgendeinem Grund weniger Münzen. Ich weiß es nicht. So. Jetzt aufpassen, nicht zu sehr an die Sachen rangehen. Ja, weil das ist halt das Problem. So, ich gehe ran und dadurch nehme ich Schaden. Das ist so ein bisschen kritisch. Aber um das halt aufrecht zu erhalten, muss man das halt eigentlich machen. Ich meine, es macht halt auch einfach mega Spaß, hier durchzumetzeln. Ich meine, schaut euch das an! Das ist ultra geil! Oh, schade. Schon wieder vorbei. Aber ich habe jetzt halt so viel Energie verloren, die hätte ich nicht verloren, wenn ich normal vernünftig gekämpft hätte. Das ist das Problem. Versteht ihr? Das ist das Problem. Das ist wirklich ein Problem. Ich weiß, dass das nur das Immaculate Heart ist. Aber das Prisma... Ja, das Prisma ist halt schon auch geil. Nee, komm, wir nehmen das Immaculate Heart. Das macht, glaube ich, auch nochmal... Ja, das macht doch nochmal Damage ab und so weiter. Wir fangen mal damit an. So, jetzt Schlüssel.
Aber die Energie, die ich verliere, dadurch, dass ich da halt reingehe in die Viecher, das ist so ein bisschen... Ich komme mir so ein bisschen dumm dabei vor. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich komme mir da ein bisschen dumm vor. Ich muss jetzt mal die Seite aufmachen, wo erklärt wird, was die zusätzlichen Effekte von dem Tarot Cloth sind. Wir haben jetzt The World. Bei The World ist der Zusatzeffekt... gibt keinen. Aber die leuchtet doch. Die müsste doch dann einen Zusatzeffekt haben. Ich dachte, wenn die leuchten, haben die den Zusatzeffekt. Aber World ist hier nicht aufgelistet. Oder ich bin blind. Nee, World sehe ich hier nicht. Okay. Dann kann ich es aber auch einfach einsetzen. The world. Nice. In Anbetracht dessen, dass wir hier halt 7 Items gerade haben, hole ich mir jetzt erstmal die Batterie. Vielleicht ist sie später nützlich. Sehr schön. Das kann man doch alles gebrauchen hier. So, gut. Dann können wir weitergehen. Damit bin ich einverstanden. Ich meine, wir sind jetzt schon auch so stark. Eigentlich ist es dumm, die Energie zu verlieren, aufgrund dessen, dass ich da einfach als Berserk, in den Berserk-Mode in die Gegner reinrenne. Eigentlich ist es dumm. Sollte man nicht tun, ne? Sollte man einfach lassen. Wir sind halt so schon eigentlich krass. Also gut, krass ist ein falsches Wort. Krass ist es noch nicht, aber es ist ordentlich, sagen wir es so. Okay, hier würde ich mir dann das hier kaufen und eigentlich das hier auch. Ich würde mir eigentlich beides kaufen. Mal gucken, was wir uns leisten können gleich. Erstmal müssen wir die Runde überstehen. Aber ich glaube, ich sollte nicht so auf unbedingt, dass wir den Modus beibehalten gehen, weil... Also, bei manchen Gegnern schon. Aber manchmal ist es halt auch riskant, einfach da reinzurennen. Aber jetzt gerade läuft's gut. Gerade nehme ich keinen Schaden und kann reinrennen. Und wenn ich das jetzt beibehalte und so in den Bosskampf komme... Ja, okay. Dann haben wir jetzt einen relativ normalen Kampf. Aber der ist jetzt... Ach Mensch, auch nicht sonderlich schwierig, wollte ich gerade sagen. Und dann werde ich da so dumm getroffen, ey. Sehr schön. Nein! Okay. Hätte mal die Viecher eher gespawnt, hätte ich das eher nutzen können, aber naja, das ist in Ordnung. Na, hör doch auf! Scheiß Curse of Darkness, ich sehe halt wieder nichts. Das riecht mich so auf, ne? So. Okay, ich hoffe auf so schwarze Herzen oder sowas, weil eigentlich will ich keinen Satan-Deal machen. Okay, wir haben eine Truhe. Und wir kriegen Herzen zurück. Das ist doch schon mal was. Die Sachen, die hier sind, würde ich mir jetzt eh nicht kaufen. Wobei, das sind... Ah, Hilfe! Das sind die Spektraltränen, ne? Aber dann habe ich halt den Satan-Deal gekauft und krieg keinen Engel-Deal mehr. Will ich eigentlich nicht. Will ich eigentlich nicht. Das ist das Uja-Board-Viech. Genau... Ja, einfach nur Spektraltränen. Nee.
Nee, ist für den Modus hier nicht so effektiv. Ich will hier nichts machen. Wir brauchen noch einen Schlüssel für den Itemraum. Jo, ist in Ordnung. Vor allem, da wir ja vorhin das Batterie-Item eingesammelt haben. Umso schöner, ne? Umso schöner. Und dann würde ich mir jetzt noch einen Kollegen holen als Hilfe. Ich meine, das ist ein Tiers-Up. Das ist, glaube ich, auch noch ein Range-Up. Ist es Tiers und Range-Up, die Seife? Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, es ist beides. Lass mich ganz kurz die Seife nachseifen. Nachgucken. Ah, Shotspeed war's. Shotspeed war's. Bin hin und her gerissen. Was ist das Bessere? Ich kann nur eins von beiden nehmen. Geht der Poké-Dings, den ich da bekomme, geht der kaputt? Ach nee, es ist ein Familiar-Waffe, der folgt. Es ist ein Familiar, der... Nee, Quatsch, passt schon. Ah, der geht auch wieder kaputt. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme die Seife, weil die ist halt... So, die ist halt... Die hält halt an. Ne, die hat halt einen bleibenden Effekt. Sagen wir es so. Okay, vielleicht noch Geld? Für ein blaues Herz oder so? Nö? Okay, tschüss. Gut. Yo! Sehr gut. Zwei Schlüssel. Optimum. Keine Ahnung, was die Angry Fly macht, aber sie ist violent. Oder hieß violent, hieß es ja. Okay, erstmal dieses Feuer hier wegmachen, bevor mir das Ärger macht. So. Das ist dann ein Musskauf. Schlüssel ist jetzt gar kein Musskauf mehr, wenn wir ehrlich sind. Bomben haben wir hier nicht, ne? Also dann gibt es hier keine Bomben. Okay. Aber der hier wird dann gekauft. Der Kollege wird dann gekauft. Jetzt erstmal hier reingehen und gucken, was passiert. Ja, ich hasse das. Wenn ich direkt in so ein Viech reinrenne, ich hasse das so sehr. Okay, wir sind verwandelt. Schön aufpassen. Zwischendurch mal hier den Kollegen einsetzen. Ah, ich bin schon wieder zurückverwandelt, siehst du? Was macht denn jetzt die Fliege bei ihm da? Ach Mensch. Jetzt ist sie zum nächsten hin. Ah, die sucht sie wahrscheinlich immer ihr Opfer. Und weil der halt ein Steintyp war, ist bei dem... Ah, Hilfe! Habe ich gerade den Schalter versehentlich gedrückt? Wollte ich nicht. Du musst halt auch aufgehen, du bist so ein dummes Drecksvieh, ne? Ich hasse diese Steindinger. Ich hasse die so abgrundtief. Ja, ich hab den versehentlich gestoppt, ne? Wollte ich nicht. Ah, dumm. Dumm. Vor der letzten Phase habe ich den gestoppt. Das war super blöd. Mann! Ich habe schon wieder gestoppt. Ey, das kotzt mich an, dass ich da versehentlich drauf stolper. Wollte ich doch überhaupt nicht. Dann können wir jetzt aber auch hochgehen und gucken. Dann können wir jetzt den schon mal holen. Dann kriegen wir nämlich auch die Herzen gleich zurück. Ist in Ordnung. So. Ah, sowas Dummes. Also kriege ich halt weniger Münzen nachher. Das ist super dämlich. So, schön die Herzen mitnehmen.
dass der noch effektiv ist, wenn wir jetzt hier reingehen. Na, haben wir zumindest ein bisschen Schaden schon mal gemacht. Ah, die Angry Fly macht auch schön. Ich weiß nicht, was genauso macht. Ich glaube, die kreist so um die rum. Und dann macht die halt auch entsprechend Schaden. Ah, mein Gott! Ich passe viel zu wenig auf, wenn ich in diesem Berserk-Mode bin! Dude, du machst mich jetzt nicht noch kaputt hier. Junge! Das kannst du aber vergessen, Freund. Hier zwei Truhen. Ja, vorsichtig. Nicht, dass die mich gleich killen. Yeah! Geh weg. So, und das ist der War of Babylon-Effekt, richtig? Das dürfte der War of Babylon-Effekt sein. Lasst mich kurz nachschauen. Genau, when you only have half a wet heart remaining or less. Achso, wet heart. You enter a cursed state which adds plus 1,5 damage at 0,3 speed. Eigentlich gar nicht dumm, wenn wir die blauen Herzen jetzt behalten könnten. Na, wenn wir es auf blaue Herzen schaffen würden. Ich nehm's mal mit. Weil, warum nicht? So. Schlüssel haben wir. Jetzt wäre es halt wirklich gut, wir könnten das behalten. Ich gehe jetzt mal hier kurz auf die Aufladung. Komm, lad auf. Ja, noch eins. Komm schon, du schaffst es. So, weil jetzt habe ich nämlich schon mal einen Schutz, der mir mein rotes Herz lässt. Und jetzt machen wir noch weitere Aufladungen vielleicht. Schade. Okay, ja, war dann ein bisschen Geldverschwendung, aber auch in Ordnung. Zwei Items kriegen wir jetzt noch. Ich hoffe jetzt halt auf Sachen, die blaue Herzen geben. Weil dann kann ich nämlich schön diesen Modus hier behalten. Na, das ist das, was ich meine. Okay, aber die Energie ist kritisch. Ich weiß, wir haben noch ein Leben, aber das müssen wir ja nicht ausnutzen. Und das sind diese scheiß Augentropfen, ne? Das sind diese komischen Augentropfen, die meine Tränen so delayen dann. Wir haben zwar ordentliches Tears up. Nee, es sind nicht die Augentropfen. Die Augentropfen sind die blauen. Alles gut, wir nehmen es mit. Ich hab nichts gesagt, ich habe gar nichts gesagt. Es ist alles in bester Ordnung. Es ist ein schönes Item, das Leben ist schön. So, ah, das ist der Quatsch. Ja, lol. Ja, lol. Ja, moin. Hab gerade leider nichts für euch, aber hi. Okay, der Kampf muss jetzt halt gut laufen. Ich muss schauen, dass ich mein blaues Herz behalten kann. That's the thing. Und wenn wir dann genug rote Herzen haben, können wir mit dem Dealer da drüben rumdealen. Und wenn wir genug Münzen haben... Eigentlich will ich kein HP, aber eigentlich will ich jetzt auf blaue Herzen hochgehen. Ja, wir werden sehen, was kommt. Erstmal müssen wir jetzt die Runde überstehen, das wird schon schwer genug. Oh, der ist gefährlich. Nee. Oh, das war super knapp. Ja, ich sehe nichts. Wo denn? Was hat mir denn jetzt Schaden gemacht? Also, Real Talk. Ah ja.
Ja, das ist jetzt passiert. Aber jetzt haben wir den War of Babylon-Effekt immerhin die ganze Zeit. Auch wenn das jetzt nicht so ganz mein Ziel war in dem Sinne. Vor allem jetzt kann ich den Bettler drüben nicht mehr nutzen. Ja, gut. Sind wir jetzt nicht eigentlich dann sogar Blue Baby geworden? Wenn ich jetzt das abschließe, bin ich doch als Blue Baby. Wait, bin ich jetzt Blue Baby? Wenn ich den Ankh eingesetzt habe. Ja, Response as Blue Baby. Ja, das ist jetzt natürlich scheiße. Weil wenn ich jetzt abschließe, schließe ich als Blue Baby ab. F. Ah, das ist jetzt dumm. Ah, das ist jetzt dumm. Haben wir denn überhaupt noch den. Ne, wir ragen jetzt auch nicht mehr, ne? Wir sind jetzt einfach Blue Baby halt. Ah, ich bin eh gleich tot. Ah, das ist ärgerlich, dass man doch noch so schnell trotzdem kaputt geht. Das ist halt einfach mein grausamer Spielstil. Das ist das Problem. Die Scheißviecher hier wieder. Aber irgendwas hat mich vorhin getroffen, was ich nicht verstanden habe. Wo ich die ganze Zeit gesagt habe, was trifft mich, was trifft mich. Muss ich mir mal anschauen in der Aufnahme, was da war. Also, das habe ich halt echt nicht verstanden. Was da Komisches gewesen sein soll. Oh, jetzt, das wird. Das geht nicht gut. Also, wenn ich das überstehe. Gut. Ich wollte es nur. Ich wollte es nur gesagt haben. Ja, okay. Ja, ärgerlich. War ein schöner Start. Aber leider verliert man dann halt doch noch recht fix Leben. Aber ich habe jetzt einen Teil der Leben, die ich verloren habe, habe ich einfach nicht verstanden, was das war. Ich will jetzt hier, ich habe jetzt keine Lust. Ich weiß, dass ich die verschieben könnte. Ich habe jetzt absolut keine Lust, die Fässer hier von A nach B zu schieben. Ja, also es ist. Ist ärgerlich. Ist einfach ärgerlich. Kann man nicht anders sagen. So. Hier gibt es dann schönes HP ab erstmal. Ja, geil. Was ist das denn schon wieder für ein Mist am Anfang hier? Also ich muss noch rausfinden, wie ich denn wirklich gut verhindern kann, schnell den Berserk-Mode aufrechtzuerhalten, aber trotzdem nicht getroffen zu werden. So jetzt wie zum Beispiel der Treffer war jetzt halt echt scheiße. Na, der Treffer gerade war jetzt einfach echt scheiße. Nein, ich bin reingelaufen. Hä? Wait, ich hab kein. Hä? Ich hab. Hä? Ich bin auf 0 Herzen. Hä? Ach so! Verstehe ich das gerade richtig? Dass ich als Berserk-Dude nicht sterben kann? Aber, also ich kann alle Herzen verlieren? Das wäre ja mit dem Yamhat wieder eine super coole Geschichte. So, du machst Berserk, schnetzelst dich durch alles durch, scheißt auf deine Herzen.
Und dann setzt du halt kurz bevor der Modus zu Ende ist, das Yamhat ein und hast dein Herz. Das ist ja auch interessant. Habe ich auch noch nicht gewusst, seht ihr? Wir lernen. Oh, okay. Wir lernen noch, wir lernen noch. Okay, kommen wir bitte direkt an die Kiste ran. Ich hätte ja schon jetzt gern den Itemraum, ne? Ich denke, ich krieg's mit einem Herz hin. Oh, ich wollte gerade schon sagen, ich versau's noch. Das wäre dumm gewesen. Bitte sei es wert. Naja. Weiß nicht, ob der hier in dem Modus so krass ist, aber wir können es ja mal probieren. Ich meine, er pullt so ein bisschen den Anger von den Gegnern, ne? Das war doch die Geschichte, dass er irgendwie das kann, glaube ich. War das das oder war das ein anderer? Ach, keine Ahnung. Wir werden sehen, was er tut. Moment, läuft er da unten rum und freut sich ein Ast. So, gleich kommt die Verwandlung. Ich bin bereit. Die wird auch Zeit, dass sie kommt. Vielleicht schaffen wir es ja mal, unsere Fjerzen zu behalten. Das wäre doch was. Nicht auf den Schalter. Nice. Nein, mein Dings geht gleich weg. Ja, ich habe es nicht geschafft, es aufrecht zu halten. Und ich habe zu viel Energie verloren. Schaut euch mal an, wie viel Energie ich verloren habe. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Kein guter Berserk-Mode. Das war kein guter Berserk-Mode. Nein! Ging viel zu schnell vorbei. Ach, komm schon. Oh boy. Aber wir haben jetzt hier einige Gegner. Wenn der Berserk-Mode kommt, können wir den ein bisschen aufrechterhalten. Wenn ich überstehe bis dahin. Ja. So viel nämlich dazu. So viel dazu. Scheiße, es war ein schöner Anfang eigentlich. Wobei das Viech da oben war jetzt nicht so der Knaller für einen Greedier Mode. Also irgendwie war es kein schöner Anfang, bis auf die Leber. Die Leber war halt ganz cool. Die Nägel sind ganz cool. Die würde ich mir holen. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal die Runden überstehen. Okay. So, endlich weg das Viech. Champion-Gegner müssen halt echt als erstes weg. Wenn man nicht Wave hat, machen die am meisten Probleme. Mann! Scheiße. Scheiße, es läuft aus, es läuft aus, es läuft aus. Okay, ich hab's wieder, ich hab's gefangen, ich hab's gefangen. Mann, aber ich werde schon wieder überall getroffen. Doch Kacke.
Mann! Mist! Schaut mal, wie viel Energie ich... Oh! Ist doch kacke, ey. Hast es dann jetzt? Oh mein Gott. Drei Jahre später. So. Ein Schlüssel, einmal Nägel. Ah, ich dachte, damit kann ich die kaputt machen. Wollte ich damit nicht irgendwas kaputt machen auch? Ah, scheinbar nicht. Na gut. Ein Itemraum. Energietechnisch nicht die beste Option hier. Gewählt. Okay, das ist Pin. Das ist nur Pin. Das sollte hinhauen. Muss die Viecherfeuer loswerden, die machen die meisten Probleme. Pin macht keine Probleme. Muss die Viecher loswerden, dass die kleinen Schüsse mich nicht treffen. Ich weiß genau, dass das mein Problem ist. Deswegen wollte ich die ja loswerden. Ich weiß genau, dass das mein Problem ist. Mann! Ach, ist doch wieder alles hier kacke. Ah, ich sehe schon, wir müssen den Part langsam beenden. Ne? Das wird sonst wieder zu lang. Und das ist ja noch unser erster Part mit Tainted Berserk. Insofern, Hilfe. Ey, komm. Wir lassen es dabei, das wird mir zu lang. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal werden wir es dann hoffentlich mal hinbekommen. Auch da gilt halt wieder, man braucht einen ordentlichen Anfang. Den hatten wir zwar vorhin, aber dann wurde ich doch zu oft getroffen. Ich muss mich noch besser darauf konzentrieren, wie ich kämpfe, wenn wir in diesem Berserk-Mode sind. Ich bin da sehr gespannt, was es da vielleicht noch zu entdecken gibt. Vielleicht etwas, was wir auch noch nicht herausgefunden haben. Wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.